Willkommen beim Espresso mit Marco Buschmann, der kleinen konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. In dieser Woche beraten wir hier im Parlament den Haushaltsentwurf der Bundesregierung. Und Haushalt ist natürlich erstmal ein ziemlich großes Zahlenwerk, klingt also ziemlich trocken. Aber in Wahrheit ist das eine der spannendsten Wochen des Jahres, weil im Haushalt muss die Regierung in Zahlen bekennen, was ihr wirklich wichtig ist und was ihr nicht wichtig ist. Und wir als Opposition würden ja gerne klatschen, wenn es einen guten Entwurf gäbe. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn was für Bildung, für Digitalisierung und für Wirtschaft getan würde. Und wenn das Ganze generationengerecht stattfindet. Tatsache ist aber, dass die Bundesregierung genau das Gegenteil tut. Bei der Bildung wird sogar gekürzt. Also im Bildungs- und Forschungsministerium werden fast 70 Millionen weniger ausgegeben als im letzten Jahr. Und das in einer Zeit, wo wir bei künstlicher Intelligenz, bei modernen Technologien, bei den großen Veränderungen in der Welt eigentlich gerade bei Bildung und Forschung Spitze sein müssten. Bei der Digitalisierung geht es nicht voran, bei der Wirtschaft. Da wäre es ganz einfach, weg mit dem verfassungswidrigen Soli, damit die Familienbetriebe in Deutschland eben investieren können in neue Geschäftsmodelle, in die Digitalisierung ihrer Infrastruktur. Das wäre eine gute Vorbereitung auf eine etwas rucklige Phase, die vor uns liegt, weil die Ökonomen sagen ja, mit dem Wirtschaftswachstum und der Weltkonjunktur könnte einiges ins Stottern geraten. Das wird alles nicht getan. Anstatt dessen wird der Haushalt geschönt. Es wird so getan, als gäbe es eine schwarze Null. In Wahrheit ist das ein Taschenspielertrick, weil aus so einer Kriegskasse, die mit Schulden gefüllt wurde, Geld in den Haushalt gepumpt wird und der Olaf Scholz eben in Wahrheit doch mehr Geld ausgibt, als er in diesem Jahr einnimmt. Und wer bezahlt das? Künftige Generationen, weil die Schulden, auch die versteckten Schulden von heute, sind die Steuern von morgen und die werden künftige Generationen tragen müssen. Deshalb schade, kein guter Versuch. Am besten zurück in die Montagehalle oder die Verbesserungsvorschläge der FDP annehmen. Wir haben aufgezeigt, wie man etwa 14, 15, 16 Milliarden sparen könnte und mit dem Geld könnte man klug investieren in Bildung, Digitalisierung oder Wirtschaft.